Bilder aus einer Wetterballonsonde 31 Kilometer über unserer Erde. Bevor wir die Stratosphärenmission unter dem Namen Chatoon starteten, waren viele Monate der Vorbereitung notwendig. Um die Wetterballonsonde mitsamt Videobildern wiederfinden zu können, etablierten wir eine LoRa-Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Sie wurde auf über 40 Kilometer Distanz konfiguriert und ausgiebig getestet. Das Funkmodul ist dabei eine von vielen Komponenten unserer Wetterballonsonde. Diese kleine Sondenkapsel aus Styropor musste ein vielschichtiges Hardware- und Softwaresystem tragen. Es galt, Funktionalität und Gewicht bei wenig Platz optimal auszubalancieren. In der Sonde sind neben zwei Kameras verschiedenste Sensoren verbaut, um während der Reise des Wetterballons Daten seiner Umgebung aufnehmen zu können. Temperatur- und UV-Sensoren, Barometer und andere interessante Messgeräte. Ein Raspberry Pi und ein Arduino als Herz der Sonde wurden so geskriptet, dass sie die vielen Aufgaben effizient steuern können. Sonntag, den 17. Mai 2020, kann es losgehen. Wir befinden uns in Gurmels und stellen unsere Geräte dort auf einem Fußballfeld auf. In einer dreistündigen Vorbereitung konfigurieren wir das System gründlich für die Reise in die Stratosphäre. Wir erstellten dazu im Vorab eine umfangreiche Checkliste, die den Tag haargenau durchtaktet. Das ist wichtig, da der kleinste Fehler das Scheitern der Mission bedeuten könnte. Bald sind wir bereit, die wichtigste Komponente, den Wetterballon, aufzublasen. Dieses meteorologische Messinstrument befüllen wir mit etwa 3700 Litern Helium, um ihm den nötigen Auftrieb zu geben. Übrigens werden von Schweizer Wetterstationen täglich 4 solcher Wetterballons gestartet. Nachdem der Ballon aufgeblasen ist, muss es schnell gehen. Wir schalten die an der Sonde befestigte Kamera ein. Es handelt sich dabei um eine 360-Grad-Kamera vom Hersteller Insta, die ein kompaktes Zwei-Linsen-System verbaut hat, das Filmaufnahmen in alle Himmelsrichtungen ermöglicht. Jetzt sind wir startklar. Und auch der Journalist von Tele Bilingue, der uns heute begleitet, macht sich wie wir auf den großen Moment gefasst. 5, 4, 3, 2, 1. Dank der 360-Grad-Kamera ist es uns möglich, im Nachhinein einen beliebigen Blickwinkel auf die Erde zu wählen. Zudem sorgt die Stabilisierungssoftware von Insta für ein nahezu wackelfreies Bild. Ohne diese Stabilisierung sieht das Videomaterial in etwa so aus. Wie wir in nachträglicher Recherche herausfinden, erobert heute noch ein ganz anderes Flugobjekt die Lüfte. Es handelt sich hierbei um die Antonov AN-22, das größte Propellerflugzeug der Welt. Es befindet sich gerade auf dem Weg von Leipzig nach Marseille. Für die Verfolgung des Ballons nutzen wir ein Auto. Mittels LoRa-Antenne empfangen wir sekündlich neue Positions- und Sensordaten, die wir verarbeiten, validieren und uns in einem Cockpit anzeigen, um den Flug überwachen zu können. Die Live-Daten werden zudem an eine Webseite ausgeliefert, die wir entwickelten, damit Interessierte live mit zuschauen können. Es werden Sensordaten, Status-Updates und sogar Live-Fotos aus der Stratosphäre übertragen, die man sich heute noch nach wie vor auf chatoon.ch ansehen kann.
Nach knapp 2 Stunden, 31.766 Meter über Meer, ist der Luftdruck so gering, dass der Ballon schließlich planmäßig platzt. Bei der Landung der Sonde wird die angrenzende Schnellstraße um nur 3 Meter verfehlt. Ein Glück. Wir sind mit dem Auto schon ganz in der Nähe, hier bei Bühl im Kanton Freiburg. Der Dan ist easy. Wir können die Sonde erfolgreich bergen. Längere Filmaufnahmen, Sensordaten und sogar ein 360-Grad-Film des gesamten Fluges stehen auf stratoon.ch bereit. Damit ist es möglich, die Missionseindrücke hautnah und im eigenen Tempo zu erleben. Thank you.